Hallo Welt. Da sind wir wieder, hier zusammen mit Omega Red auf dem Weg zum Camp. Da vorne ist es schon zu sehen. Auf dem Weg zur Bastelwerkbank vor allem. Und hier gibt es so viele Blumen zu sammeln. Rhododendron. Wir müssen auch noch ein bisschen was zu essen machen, so pflanzliche Nahrung. Das steht auf unserem Tagesplan. Die täglichen Herausforderungen, für die es dann die Atome gibt, die man dann wiederum im Atomic Shop eintauschen kann gegen schöne, schöne Sachen. Sachen fürs Camp, Sachen zum Anziehen, also Bekleidungssachen, Outfits, Skins und was es sonst noch im Atomic Shop gibt. Ich hab's geschafft. Die Bastelwerkstatt. Okay, erstmal verwerten wir den gesamten Schrott. Und da haben wir gleich zwei Aluminiumteile dabei. Ich glaube, zwei haben auch nur noch gefehlt. Dann verwerten wir aber, da wir jetzt schon mal dabei sind, auch noch hier die Waffen, die wir nicht brauchen. Vielleicht sind wir dann nicht mehr arg so überladen. So, weg damit. Und vielleicht ziehen wir da sogar auch noch ein bisschen Aluminium raus. Kleidung, ja, Kleidung haben wir auch ein bisschen gesammelt. Lederrüstung, Brustteil, ich glaube, hey, ist das neu, dass man da jetzt auch was rausbekommt? Ah nein, keine ballistische Faser. Stahlschrott, unbearbeiteter Stoff, unbearbeitetes Leder, na gut. Die Polizeiuniform, ja, ich glaube, die sammle ich mal. Und das Ranger-Outfit auf jeden Fall behalten. Hier, schaut euch das mal an. 200 Kronkorken ist das Ding wert, also das sollte man auf jeden Fall verkaufen dann, finde ich. Ja, man bekommt keine 200 Kronkorken, aber es ist doch ganz schön was wert. Und die Kamera. Da ist sie. Wir können sie bauen, endlich. Wir brauchen 5 Teile Aluminium, Federungen 3-mal, Glas brauchen wir 2-mal, eine kaputte ProSnap Deluxe Kamera 1-mal und wir brauchen 3 Kleber und dann noch 5 Silber und damit können wir das Ding dann bauen, wenn wir N gefunden haben und ihr die kaputte abgenommen haben natürlich. Herstellen ProSnap Deluxe Kamera. An der Stelle bedanke ich mich gleich nochmal. Haha, stelle eine Kamera her. 20 Atome gibt's dafür. Vielen Dank, Red, Omega Red, für den Tipp. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen gewesen. Ja, stellen wir dann gleich noch einen Film her. Oh ja, tatsächlich. Du schriebst schon in den Kommentaren. Du hast da schon viele Tipps gegeben dazu, wie wir das Ding finden. Und dann haben wir dich ja hier nochmal getroffen und dadurch relativ schnell, finde ich, dann die Kamera doch gefunden, verglichen mit meiner Odyssee vorher, so lange wie ich da rumgeeiert bin hier und die gesucht habe. Das ging dann doch relativ schnell nachher. Vielen Dank nochmal, Omega Red. Kleber, Moment, der Fotofilm. 3 Kleber und 5 Kristall. Ja, das hattest du auch letztens in den Kommentaren geschrieben, dass Kristall teilweise schwer zu finden ist. Da hatte ich, glaube ich, schon geantwortet, Gutshof Billings, da müsste man eine Kristallader finden. Wenn man den einnimmt, könnte man da was draufstellen und Kristall farmen also. 5 Plastik braucht man außerdem noch dafür und Silber 5-mal. Silber finden wir hier ganz viel oben an der Rennstrecke, aber ich stelle auch mal gleich 12 von diesen Filmen her. Vielleicht, ja, was soll der Geiz, vielleicht nochmal. Dann suchen wir nachher wahrscheinlich wieder Kristalle oder Silber oder sowas. Aber Filme, finde ich, kann man nie genug haben. So, jetzt haben wir das Ding. Aber nicht in der Hand. Wir haben es geschafft. Endlich. So eine lange Reise und die Suche nach der Kamera. Ja, und dann müssen wir uns das doch angucken, wenigstens auch. Draußen, oder? Draußen ist mehr Licht. Hier ist gut. Die Kamera, wo haben wir sie denn? Bei den Waffen, wie ich sie ganz gerne, wo ich sie ganz gerne sehen würde. ProSnap Deluxe Kamera, tatsächlich. Fotofilm 77 habe ich, wow. Gewicht, kaum Gewicht und Wert 5 Dollar. 5 Kronkorken meine ich. Ja, verkaufen wollen wir die natürlich nicht, aber da ist auch noch eine, da gehört auch noch die Aufgabe, letzte Wünsche dazu. Wir haben ja N gefunden und ihr die kaputte Kamera abgenommen und jetzt heißt es, erfülle die letzten Wünsche des Touristen. 7 Teile möchte sie da noch fotografiert haben. Ich weiß nicht, ob wir die anderen zufällig schon abgearbeitet haben, indem wir
die Standard-Foto-Funktion an den Orten benutzt haben, kann ich mir fast vorstellen. Die Liste war doch ziemlich lang. Ich glaube, da waren 16 oder wenn nicht sogar 20 Sachen drauf. Wir werden noch mal reingucken gleich. Auf jeden Fall mache ich eines jetzt mal. Ich werde sie favoritisieren. So, Herzchen ist dran. Und über das Rad legen wir uns das schön auf 1 hier. Ändern. Und die Kamera drauf. Wo ist sie? Hier. Auf 1. So. Und da haben wir die Kamera. Unser erstes Foto. Ah, prima. Rechtsklick zum Anvisieren. Und das erste Foto natürlich von Omega Red. Ein bisschen dunkel ist es. Magst du dich mal hier vorne hinstellen? So, dann scheint der Mond vielleicht so ein bisschen ins Gesicht. Omega Red. Ah, du skillst gerade. Du hast gerade die Skills, sehe ich, geändert. Perfekt. Ranzoomen können wir jetzt nicht scheinbar, oder ich habe es noch nicht rausgefunden, aber wir machen erstmal so ein Standardbild. Unser erstes Bild, liebe Welt da draußen. Wo ist es gelandet? In den Bildern? Wo alle Bilder landen? Oder haben wir das jetzt irgendwie in der Tasche? Oder müssen wir das vielleicht erst entwickeln lassen? Da müssen wir natürlich nochmal rausfinden, wie das sich da mit den Filmen verhält. Ich freue mich schon auf die Momente, in denen ich bekomme ja nie Panik, aber auf die Momente freue ich mich schon ganz besonders. Wenn ich dann schreie, halt, 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 halt. Oh ja, das ist gut. Das war gut gerade. Das ist auch gut. Und dann kann ich vielleicht auch gleich mal versuchen zu zoomen oder so. Also mit dem Mausrad scheint das nicht zu klappen. Ja, ich brauche jetzt keine Waffen mehr. Ich renne jetzt nur noch mit der Kamera rum und ich freue mich, wie gesagt, schon auf den Moment, wenn ich da... Also halt, 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 halt rufe und dann die Kamera zücke und im Kampf dann ein Foto vom Gegner mache. Die letzte Tat vielleicht, die man dann öfter mal macht in nächster Zeit. Oh mein Gott, ist es jedes Mal ein Foto, das wir da verknipsen, oder ist es ein Film? Nein, das ist ein Film. Ich dachte, so ein Film, da sind 6 Stück drauf. Nein, 1. Okay, dann halte ich mich natürlich ein bisschen zurück jetzt mit den Fotos. Vielen, vielen Dank nochmal. Oh, 48 Fotofilme jetzt. Echt, brauchst du die nicht? Ich beherzige mich. Ich bedanke mich. Dankeschön. Oh oh. Yuka 35 kommt. Aber ich glaube, das ist auch einer aus dem Vault. Hallo. Bei uns schneit es, wenn wir grüßen. Ja, als nächstes, jetzt haben wir ja die Kamera. Okay, die Aufgaben, die können wir natürlich machen. Ach so, da gucken wir jetzt erstmal rein, das gehört ja mit dazu. Und als nächstes gucken wir uns dann die Pfadfinder-Sachen mal an, das habe ich auch noch nie gesehen. Aber eines zuerst, nämlich die letzten Wünsche von N. Kamera bezüglich, das sind sie. Ich habe das alles schon mal vorgelesen, ich gucke jetzt nur mal ganz schnell durch, ob wir irgendwas hier gerade in der Nähe haben. Aber Harper's Ferry ist weiter weg. Das Gruselhaus müsste irgendwo in der Nähe vom Red Rocket Megastop sein, wenn mich nicht alles täuscht. So, das Schild von Red Rocket Megastop ist, glaube ich, auch da. Haus der Kürbisse müsste auch da in der Ecke sein. Also alles ein bisschen weiter weg. Campingplatz. Na, was ist hier los? Greift da wer an? Ach, die Todeskralle ist wieder da. Ja, war vielleicht ein interessanter Ort hier zu bauen.
Oh, da muss ich doch ein Foto von machen. Oh, die kommt rüber. Das ist leider jetzt, die Lichtverhältnisse sind ein bisschen schlecht jetzt. Ich bin gespannt, wie die Bilder geworden sind. Jetzt werde ich wie verrückt hier fotografieren. Da wird ja meine Speicher, wenn das auf der Platte gespeichert wird, wird der Speicher ja bald voll sein. Ich bin aber so gespannt, wo man die Bilder sich angucken kann, ob man die hier vielleicht auch sehen kann. Das wüsste ich dann doch zu gerne. Und wir waren noch dabei, uns die Aufgaben anzugucken, die Notizen gerade zu dem Dingen, zu der Kamera. Nochmal rein. Bis jetzt sind alle ein bisschen weit weg von hier. Wir waren bei dem Schild Haus der Kürbisse, hatten wir Campingplatz in Dolly Sotz. Das kenne ich gar nicht. Und Rummelplatz im Taylor County. Da sind wir gerade. Ach, erledigt. Okay. Oberlicht der Valley Galleria. Ja, da waren wir schon mal. Das ist auch ein Stück weiter weg, eher im Sumpfgebiet drüben. Mottenmann Museum in Point Pleasant. Da waren wir vorhin. Ist aber auch erledigt. Gut. Abenteuer auf dem Ohio Anlegestelle. Da sind wir vor kurzem mal vorbeigelaufen. Das ist aber auch erledigt. Und dann noch das Schloss Inn von Berkeley Springs. Da bin ich mir nicht sicher, ob damit Beckley Springs gemeint ist oder ob das hier ein Schreibfehler ist von N oder ob das was anderes ist. Gut, wir haben also 7 Sachen noch vor uns. Das müssen wir jetzt aber nicht alles machen. Ich denke, schlau wäre es doch und für mich auch sehr interessant jetzt. Ich freue mich riesig über das Ding. Ich werde es nie wieder aus der Hand legen. Interessant für mich ist es jetzt natürlich zu gucken, was mit den Pfadfindern los ist. Dafür habe ich das Bild hier drüben extra aufgehängt. Das findet man auch an Stationen, an Bahnhofsstationen und so, bei Händlern. Meine ich. Und hier haben wir das Rekrutierungsplakat für Pfadfinderpioniere. Wir lesen das mal. Pfadfinderpioniere von Amerika, kommt und macht mit beim Orden der Kaulquappe. Besucht Lager Louis noch heute und seid dabei. Lager Louis, begib dich also zum Lager Louis. Und derweil würde ich sehr gerne meinen Kram jetzt loswerden, so ein wenig. Oh, Megarett, du bist schon unterwegs. Ich weiß nicht, ob du mich, wenn du so weit weg bist, noch hören kannst. Ich werde mal versuchen, ein bisschen Kram loszuwerden hier. Die Kiste, weiß ich, ist voll, aber vielleicht können wir ja doch noch was machen. Da hatte ich noch eine Herausforderung, eine tägliche Herausforderung für Nahrungsmittel. Hirnpilzsuppe, das ist doch schon das Passende. So, die Leuchtpilzsuppe, auch die könnten dazu gehören. Zucker können wir herstellen, auch das ist vegetarisch. Und den Rest stellen wir jetzt auch her, bevor das ganze Zeug verdirbt. Ich frage mich derweil auch, ob man den, wo man das Rezept für den Kühlschrank findet, ob man den bauen kann oder ob es den speziell nur im Atomic Shop gibt. Das frage ich mich nebenbei noch. Okay, der bringt jetzt nicht so viel. Es gibt noch so eine Kühlbox, die man mit sich rumtragen kann. Das finde ich schon weitaus interessanter. Gut, Zucker, wir haben alles hergestellt. Jetzt wird gegessen erstmal. Vielleicht bekommen wir das dann hin. Mit der Tagesherausforderung. Cranberry-Auflauf hatten wir schon. Die gebackene Bleifliege ist ja nicht wirklich vegetarisch. Und wo ist das andere Zeug, das wir da hatten? Köterkeule ist auch nicht vegetarisch, der leuchtende Pilz. Hier ist die Leuchtpilzsuppe, okay. Pilze sind, ja, kann man vielleicht sagen, sind vegetarisch. Da streiten sich die Geister noch ein wenig darüber, ob das Pflanzen sind oder irgendwie eine andere Gattung. Aber wir haben doch noch die Hirnpilzsuppe hergestellt. Wo ist die denn geblieben? Spritzkuchen haben wir irgendwo gefunden. Oh, ich habe so viel Essen. Ich muss das gleich mal auf den Boden werfen, alles, was ich da habe. Ein bisschen was verteilen. Zucker können wir essen, das ist doch auch vegetarisch. Ach, wir sind doch keine Fliege. Oder ein Pferd.
Was essen Pferde? Oh mein Gott. Ich weiß es immer noch nicht. Hochspannungs... Hier, Hirnpilzsuppe. Damit haben wir die drei erreicht. Und, wo ist unser Klingeling? Es gibt kein Klingeling. Hey, das ist doch unsere Tagesquest. Wir sollen noch drei vegetarische Sachen essen. Ist pflanzenbasierte Gerichte. 2 von 20? Ich denke 3. Ich hätte schwören können, dass vorhin 3 da stand. Und was heißt das? Ah, kann nur in Nuclear Winter abgeschlossen werden? Schieße Fotos. Ah, wir haben 0 von 3. Nuclear Winter übrigens habe ich mir auch noch nie angeguckt. Ich bin aber auch kein Freund vom PvP. Und ich vermute mal, dass es ja dieser Battle Royale Modus, also für mich wahrscheinlich eher uninteressant. Aber reingucken werde ich für solche Sachen dann wahrscheinlich doch mal. Natürlich, und für euch, liebe Welt da draußen, auch für YouTube, werde ich da natürlich mich auch nicht lumpen lassen, mir das auch nicht nehmen lassen und guck da auch mal rein natürlich. Oh, wir haben schon wieder so viele legendäre Sachen hier gefunden, die ich einfach nicht wegwerfen kann. Versuchen wir das mal einzulagern, so gut es geht. Ah, das war's schon, ha? Ja, das war's schon. Wie haben wir das letztens geschafft, hier die Kiste leer zu kriegen? Wir waren beim Händler und haben ein paar Sachen abgegeben. Ja, das war's. So haben wir das geschafft. Ja, anders geht es ja auch gar nicht. Und ich habe ja noch was Schönes gesehen. Als ich mir die Camps der anderen Händler, also der Händler im Allgemeinen, wir sind ja noch kein Händler, als ich mir die angeguckt habe, habe ich gesehen, dass es jetzt auch Waffenständer, Wackelpuppenständer und sowas alles gibt. Und das, da war ich echt angenehm überrascht. Wobei ich befürchte, dass die auch alle auf Kosten der Lagerkiste, des Gewichts der Lagerkiste gehen. Also man wird da kaum irgendwas auslagern können, denn sonst würde ich mir hier alles voll machen mit Waffen und die ganzen legendären Waffen hier ausstellen. Diese Waffenständer würde ich überall hinstellen. Und vor allem die Comics, das fand ich auch sehr schön. Auch da gibt es jetzt ein Regal. Naja, sei es drum. Aber wir haben so viele Sachen hier drin. Und wie werden wir das Gewicht los? Ich denke mal, wir müssen die Atombomben wegwerfen. Mittlerweile haben wir auch ein Rezept und können die Dinger selber bauen. Ich weiß allerdings nicht so genau, was wir dafür brauchen. Mal sehen, ein bisschen was muss raus. Mini-Atomraketen, die wiegen ja super viel. Ich glaube, die schmeißen wir jetzt alle mal weg. Auf das wir dann hoffentlich unser Inventar leer bekommen. Oder wir schmeißen die Sachen einfach so auf den Gehweg jetzt. So, erstmal haben wir noch irgendwas Kleidungstechnisches, was wir behalten wollen. Ja, die Polizeiuniform und das Ranger-Outfit wollen wir verkaufen. Und dann war doch gerade noch was bei den Notizen, die ganzen Baupläne. Ja, da denke ich schon nicht mehr ans Verschenken, so zur Zeiten, zu der Zeit vom Fastnachts-Event. Da hatte ich ja immer ganz gerne Sachen auf den Boden geworfen und dann quasi verschenkt. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Und ja, ich bin noch etwas überladen. Ich komme sofort. Ich versuche, die Atombomben hier noch loszuwerden. So, was brauchen wir sonst noch? Nicht mehr? Fusionszellen vielleicht im Moment. Ich bin gleich da, Omega Red. Ich bin nur voll überladen gerade. Ich muss ein bisschen an Gewicht loswerden. Naja, über Munition klappt das jetzt überhaupt nicht gerade. Und über Schrott, ich weiß nicht. Dann doch wahrscheinlich eher über Hilfsmittel. Uah, nee, es ist schon wieder, ich bin überladen und werde hier nichts los. Das ist echt frustrierend, ist das. So, ich habe in den Kommentaren gelesen, natürlich gibt es einige Leute, die sich dieses Fallout First geholt haben und sehr begeistert davon sind.
Ich stelle mir vor, ich mag das eigentlich, dass man hier auch mal Leuten begegnet. Ich finde das öffentlich eigentlich hier richtig gut. Und das macht mir auch richtig Spaß. Ich kann mir das gar nicht so spaßig dann vorstellen, wenn man einen privaten Surfer hat. Und wenn da dann weniger los ist. Ja gut. Ich muss mir das mal genauer angucken. Was ist denn verdorbenes Obst und Gemüse? Na gut, das kann sowieso in den Müll, denke ich. Und ansonsten sind wir immer noch mit über 100 Punkten zu sehr überladen. Versuchen wir den Schrott hier wenigstens reinzupacken, wenn wir demnächst nochmal bauen wollen oder was reparieren wollen. Ja gut, das mit dem Schrott hat jetzt gepasst. Da ist ja einiges reingegangen. Was haben wir sonst noch? Und es ist sogar noch ein bisschen Platz drin. Zum Verkaufen vielleicht, die ganzen Hilfsmittel zum Verkaufen. Waffen. Ja, die behalten wir vielleicht bei. Dieser Gatling-Plasma, so gut der ist, so schade ist das auch, dass der so schwer ist, oder? Den müssen wir eigentlich hier in der Gegend gar nicht mit uns rumtragen. Obwohl, ich lasse den mal im Inventar. Der hat ja die Eigenart, dass er scheinbar keine Munition verbraucht. Also wir haben 4 Kartuschen dabei und haben die schon 10-mal gewechselt oder so. Und es bleiben einfach 4 Kartuschen. Das finde ich ganz gut. Ja, ich denke, das Einzige, was hier noch helfen könnte, wäre Munition und Hilfsmittel. Wie sieht es denn damit aus? Schrotpatronen brauchen wir, 10 mm brauchen wir und die anderen 308er und so brauchen wir auch alle selber. Nein, dann schmeißen wir davon nichts hier rein. Notizen haben wir schon reingeschmissen und an Schrott haben wir auch nichts mehr. Das heißt, das Einzige, wo wir jetzt noch Gewicht einsparen könnten, sehe ich gerade, Aluminiumerz haben wir hier. Ja, okay, das können wir hier reinschmeißen. Eisenerz. Und die Marken, die wiegen sogar was. Ich habe keinen Schimmer, wofür man diese Marken braucht, aber ich schmeiß die jetzt auch mal einfach hier rein. Schießpulver, so viel Schießpulver. Brauchen wir auch nicht unterwegs unbedingt. Schmeißen wir auch mal hier rein. Silbererz nochmal. Ja, das können wir einschmelzen nachher, wenn wir genug davon haben. Und unbearbeitetes Kristall, ebenfalls veredelte Kohle. Ach, rein damit. Und da füllt sich unser Kasten hier schon wieder. Ich hoffe, wir kommen dann demnächst auch mal beim Händler irgendwo vorbei. Das nächste ist Hilfsmittel. Die können wir auch ganz gut beim Händler verkaufen. Also rein damit. Oh, Blutblatt haben wir. Da muss ich mal gucken. Schnell, bevor das verdirbt. Das findet man ja doch nicht so oft. Ja, okay, hier in der Waldgegend schon wesentlich öfter. Da muss ich mal gucken gleich, was man daraus machen kann. Schnell. So, die ganzen selbstgebrannten Dedio, das alles verdirbt, das können wir da nicht reinschmeißen. Gewürze, die verderben nicht, die könnte man reinschmeißen. Heilsalbe brauchen wir doch eigentlich gar nicht, wir haben genug Heilmittel. Okay, ein bisschen tut sich was bei unserem Gewicht, das ist schon ganz okay so. Köterkeule, jetzt haben wir noch die ganzen leuchtenden Pilze. Die verderben allerdings auch. Medex benutzen wir sehr selten. Warum eigentlich? Mentets ebenso. Die werden wir alle mal verkaufen, die Sachen. Also Nuka Sherry brauchen wir auch nicht unbedingt unterwegs. Eigentlich die ganzen Hilfsmittel ziehen uns die ganze Zeit so runter. Ich sehe das schon. Overdrive. Plus 15% Schaden und plus 15% mehr kritischen Schaden für 3 Minuten. Erhöht den Hunger allerdings. Schmeißen wir auch mal hier rein. Können wir auch verkaufen. Dann Psycho haben wir hier noch 6. Das mag ich ja eigentlich schon, das Zeug. Habe ich immer ganz gerne benutzt. Aber das zieht uns ja jetzt alles nur runter. Verdünntes Radix. Und da ist die Kiste schon wieder voll. Echt. Und wir haben es nicht mehr geschafft, uns leer zu machen hier. Das ist ja der Hammer. Hat jemand Hunger? Ich habe hier noch Zucker und alles Mögliche an Essen. Omega Red. Oh, du bist da drüben schon. Ich habe es nicht geschafft, leer zu werden. Wo ist die Tüte? Ist hier. Vielleicht können wir hier noch die restlichen Camps da reinschmeißen. Ja, ich möchte ungern hier so überladen rumlaufen. Ich meine, mehr schaffen wir dann wohl auch nicht in dieser Folge. Wir sind schon wieder gleich am Ende. Ich gehe jetzt mal von unten, von der Liste unten nach oben durch.
Ah, schade um den Zucker, oder? Zeckenblut? Zeckenblut verdirbt gar nicht, okay. Aber Wolfsrippchen hier schmeißen wir auch mal hier rein. Also in der Apokalypse, ich würde schon einen Ort finden, wo ich das ganze Zeug lagern könnte. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt haben wir sogar ein bisschen Whisky hier noch reingeschmissen. Auch ein paar gute Sachen, ein paar gute Stimpacks noch rein. Falls jemand die Tüte findet, dann hat er wenigstens was Vernünftiges auch da drin. Aber ich glaube, die Tüte wird sich in einer halben Stunde oder so auflösen. Und dann sind die Sachen eben alle futsch. Ja, okay, lassen wir es so. Wir können uns ja wieder bewegen. Jetzt laufen wir 2 Meter und sind dann überladen wahrscheinlich. Ach, Omega the Red, liebe Welt da draußen, wir wollten doch noch ans Poster gehen. Ach, haben wir doch gemacht. Da haben wir doch die Aufgabe schon. Ja, dann können wir in der nächsten Folge ja loslegen damit. Ja, ich denke, so müssen wir loslaufen und dann müssen wir uns eben in den nächsten Folgen mit dem Sammeln ein wenig zurückhalten. Anders geht's halt nicht. Und das Blutblatt gucken wir uns gleich zu Beginn der nächsten Folge an. Diese Folge, ihr hört es schon, ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.